Hallo und herzlich willkommen zurück am heutigen Samstag zu einer weiteren Ausgabe hier auf der Kornwelt. Ach Quatsch, auf der nordfriesischen Marsch zum Milliardenprojekt. Schön, dass du einschaltest und dir deine kostbare Zeit mit mir teilen möchtest. Ich würde sagen, wir fahren jetzt mal hier weiter. Gott, was ist denn jetzt hier los? Jetzt ist aber mal Halli Julia hier. Ach, der hat schon wieder durchdrehende Reifen. Ich hab bekloppt, ey. So. Auch nochmal U. Gehen wir hier nochmal auf G und auch mal auf U. Ja. Hä? Was ist denn jetzt? Ah doch, hier ist alles da. Gut. So. Haben mittlerweile auch schon gleich 10 vor 5. Ja, schon Zeit auch schon ein bisschen fortgeschritten hier. So, mal hier um die Kurve kommen. Ah, es sieht gut aus. Das sieht doch schon mal gut aus. So, jetzt müssen wir einmal hier runter. Und dann werden wir mal gucken, wie viel Erlös wir dann hier bekommen. Für das, was wir jetzt alles hier drauf haben. Ich hoffe doch mal, dass wir jetzt den ein oder anderen Euro damit verdienen werden. Shit. Bullshit. So, was sollen wir hier drehen? Und nach vorne hätten wir abbiegen müssen. Was wir schon hier gesehen haben, sieht so goldig aus. So, abladen hier. So, und Z. Ja, es rattert auf jeden Fall ein bisschen, die Gelduhr. Mal gucken.
Was ist denn mit der? Gut, läuft alles, dann ist er gut. Das heißt, dann können wir wieder hier zurückfahren. Gott, es läuft noch immer. 1,3 Millionen Euro für eine Tour. Das ist zwar ganz nett, aber bringt uns im Endeffekt noch nicht viel weiter. Ja, mittlerweile ist auch die Folge fertig, hochgeladen und auch schon gerendert, so dass sie also dann pünktlich um 14 Uhr am Dienstag, also am heutigen Dienstag, wo ich das gerade aufnehme, ja, erschienen oder erscheinen wird. Muss ich ja jetzt noch sagen. Ja, hier müssen wir auch mal anliefern. Paletten, ich weiß nicht, Karton, Papier, ich weiß nicht, was hier alle hin muss. Also, wir haben noch genügend zu tun hier. Damit auch die nächsten Produktionen mal hier an den Start gehen. Das gleiche gilt für die Brennerei. Auch da fehlen ja noch alle Rohstoffe. Also an Arbeit mangelt es uns hier auf der Marsch überhaupt nicht. Und ich kann auch noch wesentlich mehr Folgen aufnehmen, damit wir hier mal vorankommen, aber ja. Nicht vergessen, ein Däumchen in nördliche Richtung dazulassen. Das wäre ein Träumchen. Denn denkt dran, für 10 Likes gibt es eine Folge am Samstag zusätzlich. Ja, diese Woche leider nicht. Das hat nicht gereicht. Es waren nur 9. Daher ist das also die letzte Folge am heutigen Samstag. Tut mir leid, aber ich habe gesagt, ja, so und so viel und dann gibt es eine Folge zusätzlich. Es waren nur 9 und damit einer zu wenig und daher gibt es keine Zusatzfolge am heutigen Samstag. Wenn ihr mehr von der Marsch sehen wollt, dann wisst ihr, was zu tun ist. Lasst ein Like da. Es hilft mir, bekannter zu werden und ja, von daher wäre es super, wenn ihr das machen würdet. Und was mir ja klar auch unwahrscheinlich weiterhilft, wenn ihr ja die Videos von Anfang bis Ende schaut, vielleicht schon noch ein zweites Video von mir schaut, das wäre echt super. Ah, sind wir schon wieder hier zurück am Hof, das ist ja schon mal wieder, oder zumindest mal hier am Zentrallager. So, GGU. Wollen wir die restlichen Paletten hier noch aufnehmen, die hier noch stehen? Der nächsten würde ich sagen, fahren wir nochmal zum Edeka. So. Was haben wir hier noch drin? Hier ist noch Hummer, hier ist. Ach Gottes Willen, Halleluja. Kühlhaus, so. Hummer, Krabben. Krabben, 4 Paletten, sehr schön. Hummer, ah, 4 Paletten, ja, sehr schön. Und Heringe? Oh ja, wir haben noch eine Palette Heringe noch drin. Schollen haben wir keine mehr. So, dann haben wir hier Butter, 10 Paletten. Na, sehr schön, das ist richtig Kohle. So, Vollmilch haben wir auch noch 7 Paletten. So, Joghurt haben wir keine mehr. Hä, warum haben wir hier Joghurt da, aber nicht hier? Hä? So, sehr merkwürdig. So, Sahne. Oh, Sahne haben wir auch noch 7 Paletten. Ja, ist ja Wahnsinn.
So, Quark. Haben wir auch 6 Paletten, sehr schön. Käse. Oh, 17 Paletten. Boah. Yes, Maria, hier stehen ja schon wieder Paletten. Hier stehen ja schon mal wieder Paletten. So, das heißt, weiter geht's hier. Denn wir brauchen ja noch ein bisschen Geld. Wenn wir den Hof da hinten weiter ausbauen wollen. So, wir hatten eben 64, wenn wir das jetzt auch voll haben, dann haben wir 128 Paletten gleich weg. Wahnsinn. So, warte, hier gucken, Kühlhaus. So, Schweinefleisch, tak, tak, ja, mal gucken, ja. So, was haben wir denn hier? Quark oder waren wir hier stehen geblieben? Ne, Sahne, Quark. Käse, achso, da haben wir 17 Paletten. So, Frischkäse haben wir 16 Paletten. Das war's dann auch. Und voll? Ja, voll. Und hier stehen noch Paletten. Ach, sehr schön. Das heißt, auf geht's zum Edeka. Auf geht's zum Edeka. Die nächste Tour. Ach, wir müssen auch mal den Baumsetzling ja da. Baumsetzling-Maschine wieder umsetzen. Das werde ich schon machen. Dann können wir gleich schon mal im Edeka gucken, ob man da noch Backpulver und Hefe bekommen. Dann können wir das im Stecke einlagern. Da musst du wieder einer tanken. Aber 128 Paletten haben wir jetzt schon. Da könnte man sehen, was noch im Lager war. Sehr schön, sehr schön. So. So, als wenn ich ja vergessen habe. Ah. So. Sehr schön. So, einmal vorziehen. So.
Wollen wir eben schnell gucken, ob wir hier Hefe und Backpulver haben. Ah ja, zwar nicht viel, aber immerhin etwas. So, Backpulver können wir schon mal auslagern. Hefe können wir auch schon auslagern. Können wir die Paletten hier schon mal mitnehmen. Muss dann ganz schön für die hinkommen. Aber das werde ich gleich herausfinden. So, mal gucken. Und wie sieht's aus? Ja, die letzte Palette läuft. So, weiter geht's ja. Achso, dann müssen wir gleich mal gucken, dann mal den. ...1,1 Millionen, ne? Das war jetzt nicht so viel. Hatte ich doch ein bisschen mehr erwartet. So, fahren wir hier lang. Da schon. So. Ah, vielleicht sollten wir beim nächsten Mal doch ein bisschen mehr auf die Preise achten. Beim Lidl haben wir uns wahrscheinlich ganz gut getroffen, beim Rewe wahrscheinlich jetzt, beim Edeka ist es wahrscheinlich nicht so. Sonst da doch mal mehr so, ja, da wo wir den besten Preis bekommen, dass wir da dann halt eine Lieferung dafür zusammenstellen. So, Backpulver und Hefe muss zur Bäckerei. Vorne in die Einfahrt rein. Yes, Maria, was ist das da für ein Hubbel? Ist ja wie. Ja, keine Ahnung. So eine richtige Sprungschanze. Boah, jetzt sind wir mal der Paletten drin, ja. Halli, Julia. Ich hätte jetzt aber nicht gedacht. Ups. Dass hier so viele Leerpaletten auf einmal drin sind. Der ganze Zug voll hier. So. Wahnsinn. Wahnsinn, ey. Ding ist voll.
Mal Leerpaletten im Überfluss. Und die brauchen wir ja klar auch. So. Hier müssen wir mal Hackschnitzel rausholen. Wahnsinn. Wahnsinn! Leute, was wir an Paletten haben, das ist ja unglaublich. Ich kann es ja kaum fassen, ne? Wirklich, ich kann es kaum fassen. So viel Paletten hier. Ja, voll hier, was ist das denn? So, vier Stück noch. Mal vier. Zwei noch. Mal eben einen Schluck trinken. Oho, ist das hin? Oh, Leute, guck mal, ein ganzer Zug voll, ey, ist unglaublich. Ist ja, ey, das ist pures Gold. Diese Paletten. Das ist ja pures Jausglück. Das ist ja Wahnsinn, echt. Der helle Wahnsinn ist das. So viele Leerpaletten. Also. Ich weiß zwar nicht, wo wir im Moment welche brauchen, aber. Ich würde mal sagen, da haben wir jetzt erstmal reichlich von. Da haben wir reichlich. Dann haben wir 800.000 Hackschnitzel in dem Sägewerk, und die wir dringend mal rausholen müssen, weil sonst geht nämlich, glaube ich, die Produktion nämlich da gar nicht weiter. Ich weiß gar nicht, wo ich die hinbringen soll, ne? Also im Moment haben wir echte Rohstoffe ohne Ende, also muss ich wirklich sagen. Also Mangel haben wir hier nicht. Da haben wir auch noch Leerpaletten stehen. Alter Schwede. Wenn man so viel Kartonpalette hätte, da wäre ich echt froh drüber. So, gucken wir mal, ob wir jetzt hier durchkommen. Ja, mal das. BZ. So. GBBZ. So, würde ich sagen, machen wir noch eine Verkaufstour. Na, ist das denn? Ja, jetzt aber. Hey.
Was denn da los? Ist voll oder was? Oh, Scheiße. Naja, schmeckt ja. So, hier ist alles bis auf das Rindfleisch. Ach, Vollmilch haben wir ja noch. Okay. Mal die Vollmilch haben wir hier verkaufen. Mal Vollmilch haben. Wir haben 7 Paletten Vollmilch, okay. So. Die auch schon mal fort. So. So, hier Birnensaft, Pflaumensaft, Tomatensaft. Ach Gott, so, Bierkisten, 17 Paletten. So, zack. Sehr schön. So, hier haben wir auch noch 4 Paletten. Sehr schön. So, Rapsöl haben wir 4 Paletten, die wir verkaufen können. Sojaöl, eine Palette. Apfelsaft haben wir keinen. Birnensaft haben wir 6 Paletten. Sehr schön. Kirschsaft haben wir eine. Pflaumensaft haben wir 8. Okay. Was ist los hier? Ach, der ist schon wieder voll. Ach, der ist halt wieder voll. Hey. Okay. Boah. Alter Schwede. Naja. So, GU, haben wir mal. Ja, wo geht denn die Palette jetzt her? So. Obst, Getränke, da haben wir doch, ja. Nee, Quatsch, waren bei Getränke, ne? Hier waren wir. So. Pflaumensaft. Kirschsaft, Pflaumensaft. So, 7 Paletten Pflaumensaft. Tomatensaft, 17 Paletten. Alter Schwede. Okay. Das sind jetzt 192 Paletten mittlerweile. So, jetzt müssen wir gerade gucken, wo kriegen wir dann den meisten Preis für das Bier? Wo kriegen wir den meisten Preis für das Bier? Ah, hier gucken wir gerade. So, so, Moment. Ja, was haben wir jetzt hier? Das teuerste, was da drauf ist, ist Bier. Aldi Süd, Lidl und hier, ach super, Lidl ist der schlechteste Preis, na egal, müssen wir zum Lidl fahren, ist egal jetzt, so, oh, zum Lidl fahren, oh oh, oh oh, ich sehe schon. Hä, wo sind die Paletten hin? Wo sind jetzt die ganzen Paletten hin? Oh Gott, ich hab geklappt, ey. Ah, da sind sie alle wieder. Ja, ich darf mich bedanken bei allen, die hier am Wochenende eingeschaltet haben, die wieder einen Kommentar dagelassen haben, die ein Like dagelassen haben, die ein Däumchen, na klar, selbstverständlich in nördliche Richtung dagelassen haben. Vielen, vielen Dank dafür. Und vor allen Dingen, dass ihr hier von Anfang bis Ende dabei geblieben seid. Vielen, vielen Dank auch dafür. Das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch ein schönes Restwochenende. Am Montag einen guten Start in die Woche. Wir sehen uns mit der Nordfriesischen Marsch, mit dem Milliardenprojekt am Dienstag wieder. Bis dahin. Ciao.